Moinsen, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Wir sind momentan dabei, ein bisschen Legierungen für das Flugschiff zu sammeln, das sich wohl irgendwo hier in dieser Mine sollen die sich befinden. Ah, das sieht gut aus. Hallo. Hoppala, den haben wir platt. Klein machen wir. Au! Das knuspert so richtig auf der Haut. Oh, besser als hier die Verjüngungskur. Also hier scheint es diese Legierungen zu geben. Was ist das? Was ist das? Oh, eine Gesellentruhe. Machen wir mal auf. Oh, warte. Ja. So, irgendwelche Legierungen hier? Ne. Ja, das ist eine Legierung. Das grün leuchtende. Eine von fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, noch ein paar Waffen. Ein paar Waffen liegen hier auch noch rum. Zack, zack, zack. So. Damit wäre Mission 1 erledigt. Dann können wir uns jetzt eigentlich aufmachen zum nächsten Miradenturm. Mal gucken, wenn ich auf die Weltkarte gehe. Wie weit ist der weg? Oh, ein gutes Stück. Dann teleportieren wir uns doch lieber und dann geht's mal wieder hier nach Quellwacht. Okay. Also, dann suchen wir uns mal Ark als Teleporter. Teleport. Teleport. Noch Ark. Und von Ark machen wir uns dann mit Miraden auf zur Quellwacht, zum Quellwachttürmchen wieder. Und von da aus mal wieder hinab ins gruselige Gebiet. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, wir können heute noch mit dem Flugschiff losfliegen. Ich habe noch zwei Völkchen jetzt hier. Diese und dann noch eine. Ich will auf jeden Fall noch mit dem Flugschiff losfliegen. Das ist mir noch wichtig. Hoffen wir das Beste. Ich höre immer deine Worte. So. Von hier aus einmal zum Miradenturm gewackelt. Wovon sollen wir jetzt leben? Es reicht nicht mal. Es reicht nicht mal. Wofür reicht es nicht? Wie töricht ist es von uns, Tag und Nacht unser Leben zu hinterfragen? Sag ja, hinterfrage nichts mehr, das macht unglücklich. Es steckt aber trotzdem schon viel Waches dran. Ich habe aufgehört, Dinge zu hinterfragen. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Naja. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Wo sind dein Myradenvieh? Aber egal. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Quellwacht. Dankeschön. Auf geht's. Verarschst du mich jetzt? Geil. Er hat die Kohle einkassiert und mich nicht weggebracht. Sicher doch. Wohin soll ich euch... Oh, jetzt aber. What the fuck? Keine Ahnung, Alter. Egal. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Der Myrade war gar nicht da. Der war gerade mal kurz kacken. Weißt du? Hat sich gerade im Wald eben erleichtert. Oh, scheiße. Okay, es hat irgendwie funktioniert. Das Game ist nicht komplett in Arsch. Insofern alles fein, alles gut. So, ich kenne jetzt auch den Weg. Wir müssen hier lang. Und tagsüber sieht das hier auch alles viel hübscher aus. So, hoffen wir mal das Beste, ne? Dass uns nicht irgendwas sofort wieder umbringt. Jo, was ein cooles Stück. Einfach nur gerade auslatschen. Oh, geht das schon, ne? Oh, geht das schon? Das sieht doch auch... Also Kristalle findet man offensichtlich alle hier, ne? Wenn, dann musst du hier in die Gegend gehen. Das ist der Ort für komische Kristalle. Ja. Das ist so. Aber das ist auch gut so. Wissen wir Bescheid. Da ist es auch schon. War gar nicht so weit weg von hier. Hätte man mal gleich beide Quests angenommen, ne? Schade. Krematorium. Na dann, mun rein da, wa? Ins Krematorium.
Hm, könnte auch mal jemand wieder sauber machen, ne? So, ich habe das Gefühl, ich werde eine Waffe brauchen. Oh mein Gott! Schon, das wird heute. Den haben wir platt gemacht, das ist schon mal gut. Hey, warte. Aua, aua, aua. So, und jetzt Y. So. Also, so viele Magier ist mir dann doch ein bisschen zu krass viel. Alter, Focko, hier explodiert ja alles. So. Huh, wir leben noch irgendwie. Ist auf jeden Fall wieder Zeit für was Gebratenes, würde ich sagen. Gebratener Lachs, komm rein damit. Und was wir auch noch zu uns nehmen müssen, ist Ambrosia. Habe ich zwar vorhin bekommen, aber nicht zu mir genommen. Um 20 auf 20 gesunken, auf 0 gesunken. Wunderbar. Uah, alles wieder gut. Okay. Ja, den Wein, den brauchen die nicht mehr. Das große Käsestück ist jetzt auch unser. Morgenlufttrank exklusiv. Es lohnt sich, sich ein wenig umzusehen. So, hier oben habe ich doch auch noch einen weggeknallt. Wo sind deine Sachen? Ja, den habe ich schon gelootet. In weiser Voraussicht. Der hat Wasser neben dem Bett stehen. Stimmt denn nicht mit ihm? Ein Meisterschloss und ich kann es einfach so knallen. Oh. Also theoretisch könnte ich das einfach so knacken. Ich muss nur den Spot finden. Meister ist echt problematisch, warte. Alter Focko. Also theoretisch geht's. Ah, mir gehen hier die Dietriche gerade flöten. Also ich glaube, das Problem ist, der bricht halt so schnell ab, dass ich gar nicht sehen kann, ob ich da richtig bin oder nicht. Alter, ist ja fürchterlich. Ah, hier. Meine Güte, also Meisterschlosser knallt mir macht keine Freude. So. Egal, wir haben so viel Dietriche hier angesammelt. Muss auch mal aufgebraucht werden, nicht wahr? So. Hier kamen wir her. Okay, dann schauen wir uns doch mal weiter um. So. Ich habe das Gefühl, sie werden noch nicht alle tot sein. Zack. Moin! Warum ist dein Kumpel da am Wegrennen? Was soll das? Na? Oh. Okay. Wir haben uns den mächtigen Eiselementaren gestellt. Pilze gepflückt. Und diese riesige Kiste gefunden. Die nur Lehrling ist. Was so Größe macht in dieser Welt einfach gar nichts aus, ja? Da denkst du so, das ist eine mächtige, fette Kiste, die ist sicher richtig safe und so. Nee, ja, ist nur Optik. Alles nur Optik. Den Dietrich hier, dann ist der Kram von gerade eben ja wieder drin, ne? Läuft, würde ich sagen. Jo. Okay. Ja, ja, nix ist. Eure Steinklöten könnt ihr behalten. Alter. Achso. Na gut, kannst nur einmal auslösen. Alles cool. Der ist verdächtig. So, immer den Boden ein bisschen im Auge behalten. So. Wo sind wir denn hier? Okay, jetzt sind wir erst im Tal gerade, richtig. Alles klar. Waren wir hier schon mal? Jetzt haben wir eben gerade mal einen Überblick bekommen, wo wir hin müssen. Irgendwie da runter. Wir spazieren jetzt einfach mal hier lang. Das wird schon. Diese dicken, runden Lampen da sehen cool aus. I like. Hier gibt es auch wieder Schlösser und Burgen. Jo, und Geister natürlich. Was ist denn, Alter? Ich habe etwas Sorge, was diesen stählernen Wächter angeht, just saying. Ich sag's ja nur.
Oh, das war eine der Kreaturen. Okay. Oh oh. Ich muss mal ein bisschen Heilung zu mir nehmen. Trank der Lebensenergie beherrscht Arcane Dingsbums. Hier, mach mal exklusiv. Okay. Und dann mal kurz zwischensafen. Wenn wir schon so einen Fettmeier umbringen, dann will ich das auch safen. Irgendeine Burg. Ich lasse das erstmal alles unentdeckt. Und noch so ein Mönch natürlich eben nochmal hier. Hallo. Ah, jetzt ist aber auch Ende jetzt. Wir fokussieren uns jetzt mal echt ein bisschen auf eine Quest. Ich weiß, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber wir müssen ja auch mal fertig werden irgendwann. Ich habe mir nämlich für 2021, ach, wie klingt das gut, hä? 2021, oder? Mega. Habe ich mir nämlich schön das nächste Projekt überlegt und dafür müsste Enderer mal jetzt irgendwo fertig werden, aber das endet ja nicht. Unnormal, nicht, dass ich mich beschweren will, ich find's geil. Ja, es wird doch nicht langweilig, das ist so von dem Spaßfaktor her hat das bei mir hier mindestens die gleichen Vibes wie Kingdom Come Deliverance, was auch einfach nie langweilig wurde. Nie. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich es anmachen kann. Tatsächlich, weil... Oh nee, alter Scheißzauberer, ich hasse euch. Und das war das Gute, in Enderal gab's, Kingdom Come Deliverance gibt's keine Magie, weißt du? Beziehungsweise, also nur Aberglaube-Magie, die nicht funktioniert, ne? Und deswegen, das, war da angenehmer, da gab's keine Gegner, die Blitze nach dir geschleudert haben. Da war der größte Gegner, irgendwann nachts noch ein Bett zu finden. Holy shit, was geht denn mit dir ab? Hallo! Du siehst richtig scheiße aus! Oh. Ah. Der nächste Magierdödel! Und der rennt flink durch die Gegend! Moin! Ah. Das Coole bei den Sonnengeborenen, ich muss ja mal ehrlich sein, die machen Magie und wenn man denen zu nahe kommt, hauen die dir einfach noch mit dem Schwert auf die Fresse, ja? Die haben einfach alles gelernt. Die wissen, wie man es macht. Oh oh. So. Bitte gib mir all deine Dinge. So. Kürbisse. Why not? Muss ich mal eben kurz in dieses Haus reinblicken. Ein Zauberbuch. Ein großer Berg verbrannter Bücher. Die nehme ich natürlich nicht mit. Das wird den ein oder anderen jetzt vielleicht staunen lassen. So, ein paar Groschen. Okay. Das scheint unser Ziel zu sein. Wir sind ja mitten im Nichts. Wo sind wir jetzt? Na wirklich, wir sind richtig, richtig am Rand, Alter. Also richtig am Rand. Richtig reell am Rand. Zwischen gesaved und reingegangen oder was? Alte Stirlings Werkstatt. Oh, mal gucken. In die Werkstatt. Schauen wir mal, wie groß die alte Werkstatt ist. Oha. Moin. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Hallo. Sie auch gleich aggro werden, ne? Ihr wisst doch noch gar nicht, ob ich feindlich oder freundlich hier unterwegs bin. Was kommt ihr denn gleich angefahren? Kommt ihr gleich angekullert? Ja, das sieht nach Kristallen aus. Und wir müssen einfach nach da oben in der Mitte. Das kriegen wir wohin? Komm. Das schaffen wir doch. Sammeln wir mal eben ein. So, ein Spinnchen. Hallo! Au! Oh nein. Da ist ja noch eine. Du bist so winzig, ich hab dich gar nicht gesehen. Au, au. Das britzelt. Das ist mehr als so ein sanftes Kitzeln, Alter, ich sag euch das. Okay, hier hört man richtig den Strom knistern. Oh. Wie so ein alter Nadeldrucker. So, Pyrescher Kristallwürfel, na dann. Her damit. So, wir haben alles.
Teleport aktiviert. Teleport. Alles. Kurmais Höhle, auch gleich mal 3 Stück. Falls man zu doof ist beim ersten Mal, oder was? Voll gut. Dann nichts wie zurück in die Höhle und alles überbracht. Ich denke, wir dürfen gleich mit dem Schiff fliegen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, da sind wir wieder. Auch ganz hier oben, ne? Anstatt uns da unten auf dem Boot zu platzieren, dürfen wir jetzt noch mal ein bisschen laufen. Dafür hat man eine schöne Aussicht auf das Boot. Das will ich nicht verleugnen hier. So. Dann mal sehen, ob er zufrieden mit unserer Leistung ist. Wir sind schon wirklich Experten, was das Wiederbeschaffen oder überhaupt Beschaffen von Dingen angeht. Moin, darf ich mal eben vorbei? Dankeschön. Ah, du stehst so ein bisschen in dir, na egal. Und? Hattet ihr schon Erfolg? Das war erstmal eine Frage. Stimmt das wirklich, dass du das ganze Schiff selbst gebaut hast? Er hatte Hilfe, aber ja. Nach euren Maßstäben hat er sie selbst gebaut. Vieles ist möglich, wenn man Hirn statt Muskeln verwendet. Ah, okay. Was denkt ihr über den Zyklus? Ihr wollt die Sternenstadt finden, aber was nützt euch das, wenn uns die Läuterung bevorsteht? Den Überlieferungen nach existiert die Sternenstadt schon seit Zehntausenden von Jahren. Zu Zeiten Asatorons, zu Zeiten der Pyräer, sogar zu Zeiten derer, die davor waren. In anderen Worten, wenn die Urväter all die Jahre überlebt haben, dann werden sie auch diese Hohen, oder wie ihr sie nennt, überleben. Wenn ich auch mal so zuversichtlich wäre, ne? Wenn sie die Läuterung der Pyräer überlebt haben, wirft das die Frage auf, warum sie uns nicht zur Hilfe kommen. Vielleicht haben sie das ja bereits. Diese Stahlmaschine, das Leuchtfeuer, das ihr da am Auge der Götter erbaut und das schon die Pyräer versucht haben zu erbauen. Wäre es nicht denkbar, dass die Pyräer die Konstruktionspläne von den Urvätern haben? Und selbst wenn nicht, schaut euch doch an, was die Menschen der Welt angetan haben, seit sie existieren. Wenn die Urväter bewusst nicht eingreifen, dann hat es seine Gründe. Wartet also mit eurem Urteil, bis ihr ihnen entgegengetreten seid. Ja, okay. Ihr begebt euch also in Sicherheit, während wir Erdbewohner sterben. Ist das nicht ein bisschen selbstsüchtig? Also wollt ihr, was, euch einfach nur selbst in Sicherheit bringen, vor der Läuterung fliehen? Machen wir mal Nummer 1 hier, komm. Ach ja? Bizarr, wie sich plötzlich jeder für ihn und seine Werkstatt interessiert. Als sie ihn noch für einen mittellosen Sternlingstüftler hielten und nichts von dieser Höhle und von Gertrude wussten, war das anders. Sie haben ihn herumgeschubst, sie haben ihn gedemütigt und ohne seine Erfindungen wäre er schon lange in der Unterstadt gelandet. Tut ihm einen Gefallen und macht euch das klar. Und übrigens, selbst wenn er euch helfen wollen würde, er weiß auch nicht mehr über diesen Numinos als er. Aber verzeiht, er sollte nicht so harsch zu euch sein. Ihr habt ihm geholfen, die anderen Sternlinge zu kontaktieren. Und ohne deren Hilfe wäre er wohl nie so weit gekommen. Na siehste, so, die Legierungen habe ich gefunden. Glaube ich zumindest, hier. Tatsache, das sind sie. Gute Arbeit. Ja, du, immer gerne. Und ihr hattet recht mit dem Würfel. Er war in der alten Ruine, hier. Dachte er sich. Sehr gute Arbeit. Ihr habt euch euren Ruf wahrhaftig verdient. Dankeschön. Das wäre dann alles, oder? Ja, er hätte es nicht erwartet, aber ihr und euer Orden war tatsächlich eine große Hilfe. Gebt ihm noch 2 Tage und Gertrude wird gleich einer Fee durch den Himmel schweben. Ah, und ihr solltet, bevor ihr geht, noch einmal in die Kapitänskabine gehen. Euer Großmeister ist kürzlich eingetroffen und ließ ausrichten, dass er euch zu sprechen wünscht. Alles klar. So, mit Taylor Arantal im Sternenschiff sprechen.
Du hast aber erstmal einen kleinen gemütlichen Break oder was, ne? Moin, ihr Lieben. Ihr hört den Hahn krähen oder hörtet ihr den Hahn ganz kurz krähen? Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es von den Däumen da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.